Meine nächsten Sätze sind mir persönlich sehr wichtig. Und Entschuldigung, ich werde sie lesen. Aber ich möchte einfach keinen Fehler machen, wenn ich über Daniel Barenboim spreche. Wo soll ich anfangen? Dass er als 8-jähriger Junge in Buenos Aires sein erstes Klavierkonzert gab. Dass er als 33-jähriger Chefdirigent des Orchestra de Paris wurde. Dass er fast 20 Jahre lang bei den Bayreuther Festspielen dirigierte. Dass er Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra war oder Musikdirektor der Mailander Scala ist. Oder dass er seit genau 20 Jahren Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden hier in Berlin ist. Oder dass vielleicht jeder der Künstler heute ihm etwas zu verdanken hat. Vielleicht eine ganze Karriere, vielleicht ohne es überhaupt zu wissen. Für mich persönlich ist er ein Mentor, aber er ist viel, viel mehr als das. Er ist einer der wenigen echten Freunde. Er ist immer da, wenn es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht. Er hat meine Musik reichhaltiger gemacht. Er hat mich immer ermutigt, Grenzen zu überwinden. Man kann mit jedem Thema anfangen, wenn man über Daniel Barenboim redet. Es ist viel schwieriger, aufzuhören. So voll ist sein Leben, so reichhaltig sein Wirken, so groß seine Lebensleistung. Und er ist nicht nur ein großer Dirigent und ein phänomenaler Pianist, der mit Konzerten in der ganzen Welt seine Geschichte fortschreibt. Nein, er findet auch immer noch Zeit, sich gesellschaftlich und politisch zu betätigen. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Musik und Musik machen, das ist für Daniel Barenboim der Schlüssel zur Verständigung. Die Magie der Musik hat auch diese jungen Menschen aus verfeindeten Ländern zusammengebracht. Zusammen mit dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said hat Daniel Barenboim das West Eastern Divan Orchester gegründet, um zu zeigen, dass Verständnis und Aussöhnung möglich und nötig sind. Dafür wurden Barenboim und Said 2002 mit dem spanischen Príncipe de Asturias-Preis ausgezeichnet. Staatsmänner in der ganzen Welt haben von Daniel Barenboim gelernt. Der Dialog im Nahen Osten hatte wieder eine Chance. Ich möchte Daniel Barenboim danken, der seine musikalische Meisterschaft als Geste der höchsten Form menschlicher Solidarität in den Dienst der Palästinenser und der anderen Araber stellte. Daniel Barenboims Einsatz beweist, wie kontrovers die Musik sein kann, wie streitbar ihre Botschaft ist. 2005 der erste Auftritt des West Eastern Divan Orchestra in Ramallah im Westjordanland. Ein historisches Ereignis. Großartig, seht ihr? Das Unmögliche ist viel einfacher zu bewerkstelligen als das Schwierige. Wir glauben, dass die Schicksale dieser beiden Völker, des palästinensischen und des israelischen Volkes, untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist die Pflicht von uns allen, einen Weg des Miteinanders zu finden. Entweder wir bringen uns alle gegenseitig um, oder wir teilen miteinander, was es zu teilen gibt. Mit dieser Botschaft kommen wir heute zu Ihnen. Von Daniel Barenboim zu lernen heißt, zu verstehen, dass Musik ein Schlüssel ist, um miteinander ins Gespräch zu kommen und unüberwindliche Grenzen gemeinsam zu überschreiten. Leider kann er heute Abend hier nicht sein. Eben hat er noch eine Aufführung der Walküre dirigiert. Aber meine Kollegin Nina hatte die Gelegenheit, den großen Maestro zu treffen und ihm den Echo zu überreichen.
Ich stehe hier vor dem Schiller-Theater in Berlin. Hier haben schon so große Künstler wie Heinrich George, Gustav Gründgen, Samuel Beckett oder auch Peter Zadek gearbeitet. Und momentan ist das hier auch die Spielstätte der Staatsoper Unter den Linden. Und dort findet heute ein großer Wagner-Abend statt. Der wird dirigiert von niemand anderem als unserem Preisträger Daniel Barenboim. Und mit dem bin ich jetzt verabredet. Maestro Barenboim, es ist mir natürlich eine ganz große Ehre, hier heute bei Ihnen zu sein. Ich finde es sehr schade, dass Sie nicht live bei uns im Konzerthaus sein können. Aber wir verstehen das natürlich, die Kunst geht vor. Und dennoch freue ich mich, Sie hier bei der Arbeit zu besuchen und Ihnen diesen ganz besonderen Preis persönlich zu überbringen. Gratulation hier zu dem Echo Klassik für Ihr Lebenswerk. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Also das heißt nicht, ich muss jetzt sterben, weil das ist mein Leben. Nein, das... Ich darf weiter arbeiten. Wir bitten sogar darum. Gut. Nein, nein, Spaß beiseite. Ich fühle mich sehr geehrt durch diesen Preis, diese Anerkennung. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte viel Glück in meinem Leben. Ich habe wirklich viele Preise bekommen. Und mehr Anerkennung, als man eigentlich braucht oder als man verdient hat. Aber es ist Tatsache, es ist so. Und ich nehme deswegen jede Anerkennung und so eine besondere, wichtige, eine so besondere, wichtige, noch mehr. Ich nehme das sehr ernst, sozusagen als einen kleinen weiteren Impuls, einen Schub weiter zu machen, weiter zu musizieren und auch weiter zu kämpfen für die Sachen, die mir sozusagen am Herz liegen. Und insofern ist jede kleine Anerkennung, ich bin manchmal ehrlich, ich weiß, Sie glauben mir das nicht, aber das macht ja nichts, erstaunt, dass Leute nach so vielen Jahren noch in meine Konzerte wollen. Verstehen Sie, ich bin schon auf der Bühne 62 Jahre und wäre ganz normal, Sie sagen, ach, den haben wir schon gehört und ach, vor 10 Jahren war er noch gut und so. Aber dass Leute noch heute so kommen, das gibt mir so eine positive Energie. Und so in diesem Geist nehme ich diesen Preis und bedanke mich sehr, sehr herzlich. Da freue ich mich, dass dieser Preis wirklich richtig verstanden wurde. Denn obwohl es der Lebenswerkpreis ist, wollen wir natürlich, dass er Ihnen Energie verleiht und dass wir Sie noch ganz, ganz lange auf der Bühne sehen können. Dankeschön. Zurück ins Konzerthaus. Bravo, bravo, Maestro Barenboim, keine Sorge, Ihre Konzerte werden immer voll sein. Das glaube ich auch.